Ahoi, Ladies und Gents, spricht euer Kavalierpirat. So, herzlich willkommen zum Tontutorial, die zweite. Ja, ich weiß, ich habe es sträflich vernachlässigt und immer wieder nach hinten rausgeschoben. Aber es ist gar nicht so einfach mit einem einzelnen, beziehungsweise mit zwei Kanälen und den Partnern von TGN gleichzeitig so klarzukommen. Jetzt pass mal auf, ich habe hier, ja natürlich, ich mache hier einfach mal alle Fenster kreuz und quer auf. Pass auf, nein, ich möchte eigentlich in meinen Ordner, denn ich habe etwas vorbereitet, ja. Ich möchte euch ja jetzt mal die Nachbearbeitung bzw. die Postproduktion etwas näher bringen. Das heißt, ich gehe hier in meinen Rohfile-Ordner, pass auf, hier so, da haben wir es doch schon. So, die meisten schlechten Töne, die ich höre, das sind einmal übersteuerte, ja, und also zu laut eingepegelte und zweitens zu nah am Mikrofon oder am Headset-Mikrofon. Ja, jetzt haben wir hier mal, tu es. Ja, also geht doch. Haben wir hier mal ein übersteuertes Beispiel. Ahoi, Ladies and Gents, es spricht euer Kavalierpirat. So, das habe ich mit einem alten Ranz-Mikro aufgenommen, das ich hier noch so rumfliegen habe. Das ist natürlich komplett übersteuert, ja. Und warum das übersteuert heißt, zeige ich euch jetzt hier. Seht ihr das? Hier. Überall werden die Kurven oben abgeschnitten. Ja, normalerweise sollte das alles so aussehen. So richtig schön, schöne Hügel, Kamelhöcker oder auch weibliche Geschlechtsmerkmale. Brüste, jawohl! So sollte das eigentlich aussehen, ja. Aber da es übersteuert ist, also viel zu laut eingepegelt ist, kommt die Range gar nicht mehr mit. Also die Höhe von dem, wie es ausschlagen kann. Und deswegen wird es oben abgeschnitten. Ja, und deswegen klingt das so kratzig und so ekelhaft und so rauschig und so bäh. Ahoi, Ladies and Gents, es spricht euer Kavalierpirat. Ja, das geht halt gar nicht. Okay, das ist mal das Erste. Also immer schön leise einpegeln oder möglichst leise, ja. Dann haben wir das Problem mit zu nahem Mikrofon, also dass das Headset zu nah am Mund dran ist. Das übersteuert jetzt zwar auch, aber ihr hört auch gleich, was ich meine. Ahoi, Ladies und Gents, spricht euer Kavalierpirat. Ja, also das macht nur die ganze Zeit. Ja, und das wollen wir überhaupt nicht. Also muss das Mikro auch ein bisschen weg sein vom Mund. Oder davor muss ein Popschutz her, dass die Luft eben nicht geradlinig auf die Mikrofonmembran draufhauen kann, sozusagen, ja. Weil dann kommen eben diese Wellenformen und auch der Sound zustande. Ahoi, Ladies und Gents, spricht euer Kavalierpirat. Also, das ist scheiße, das wollen wir nicht. So, wenn ihr euch richtig einpegelt, sieht das ungefähr so aus. Ja, das ist jetzt richtig gepegelt. Gut, hier haben wir, glaube ich, ein oder zwei Wellenformen, die noch am Übersteuern sind, aber das ist halb so wild, ja. Das Ganze hört sich dann folgendermaßen an. Ahoi, Ladies und Gents, spricht euer Kavalierpirat. Ja, das klingt schön weich, es ist originalgetreu der Stimme quasi nachvollzogen. Ja gut, da kann man jetzt nicht ganz genau sagen, weil ja das Headset-Mikrofon einen anderen Frequenzverlauf hat als die Realität. Jetzt ist aber wurscht. Pass auf, da gehen wir gleich wieder drauf zurück. Jetzt zeige ich euch noch, wie sich mein Rode quasi im Vergleich zum Headset anhört. Erstmal aus der Ferne. Ja, also wenn man, sagen wir mal, 50 cm davon weg ist. Ahoi, Ladies und Gents, spricht euer Kavalierpirat. Ja, das klingt doch schon ganz anders. Das klingt doch schon ganz anders. Viel schöner und viel klarer und überhaupt viel näher an der Realität dran. So, und das ist jetzt, wie ich im Moment vor meinem Mikrofon sitze und quasi unverzerrt, beziehungsweise ohne meine sophisticated filter, also meine weiterentwickelnden Filter. Pass auf. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. So höre ich mich an, ohne meine Nachbearbeitung. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. Ja, ihr merkt selber, das klingt alles ein bisschen flach, ein bisschen. Ja, das wollen wir eigentlich gar nicht. So, ich gehe jetzt aber wieder auf mein voriges Mikrofon zurück, also auf das Headset-Mikrofon, weil sich ja jetzt nicht jeder so ein Großmembraner leisten kann wie ich. Das heißt, wir fangen jetzt hier mal an und bearbeiten das Ding mal nach, ja. Jeder, oder sagen wir mal viele, würden jetzt hergehen und sagen, oh, komm, ich hau gleich den Kompressor drauf. Nein, halt.
ich hau gleich den Kompressor drauf. Das ist aber Blödsinn, ja? Ein Kompressor ist jetzt in dem Fall Blödsinn. Warum, zeige ich euch jetzt, ja? Ich habe das kurz mit dem Kompressor jetzt bearbeitet. Und jetzt hört mal hin, was die Hintergrundgeräusche machen. Und guckt mal hier oben auf den Pegel. Ja, da hört ihr meinen Rechner. Da hört ihr die Lüfter und so weiter. Und der Pegel ist hier, ja? Also das ist so der Maximalpegel. Jetzt passt mal auf, wenn ich das mal rückgängig mache mit dem Kompressor. Und ich lasse das nochmal abspielen hier. Dann hört man es schon nicht mehr so. Es ist nicht mehr ganz so laut, ja? Also, heißt, der Kompressor macht ja die leisen Sachen, die leisen Stellen macht er lauter und die lauten Stellen macht er leiser, ja? Ihr könnt euch das jetzt hier mal angucken, ja? Hier dieses Gens. Gen. Das ist sehr laut, ja? Das geht hier fast ans Maximum ran. Und das Ladies. Ladies und. Und das Ladies und, ja? Das ist relativ leise. Jetzt passt mal auf, wenn ich den Kompressor wieder reinmache, ja? Jetzt hat er das runtergedrückt. Und das hier ein bisschen hochgezogen, ja? Der normalisiert also sozusagen den ganzen Vorgang hier. Und ihr seht das, wenn ich das mal hin und her mache. Upp, original. Komprimiert. Original. Komprimiert, ja? So. Wir gehen natürlich, warte, zurück aufs Originale. Und deswegen würde ich euch nicht raten, gleich den Kompressor zu benutzen, sondern als allererstes nimmt man ein Noise Gate, das Nyquist Noise Gate, und ihr könnt es hier auch kurz nachlesen. Ich werde den Link auch in die Videobeschreibung packen. So, und bei diesem Noise Gate, da habe ich jetzt die Level Reduction mal auf minus 100, also komplett nach unten ausschalten. Den Gate Threshold habe ich mal auf 33, ja so um die 30 gestellt. Und den Attack Decay, also das Aufmachen und das Zumachen des Gates, habe ich mal auf 90 Millisekunden gestellt, ja. So, jetzt passt auf. Schaut mal auf die Wellenform, was passiert. Zack. Ja, habt ihr es gesehen? Ich mache nochmal zurück. Schaut mal hier hinten hin. Der schaltet da einfach aus, das Hintergrundrauschen, ja. Hier hört ihr es jetzt. Ihr seht es auch im Pegel. Ja. Und wenn ich jetzt aber das Noise Gate wieder reinmache. Nichts. Absolut nichts, ja. Alles, was jetzt an Hintergrundgeräuschen und so weiter, das wird einfach abgeschalten, ja. Auch zwischendrin hier so ein bisschen, wird so ein bisschen abgeschalten. Und jetzt hört euch das mal an. Ahoi, Ladies und Gents, es spricht euer Kavalierpirat. Ja, da hat sich fast nichts verändert im Vergleich zu vorher, weil ich das Noise Gate eben sehr sanft eingestellt habe. Und es werden einfach nur die Stillen quasi durch nichts ersetzt. Ja, wenn ich mal nicht spreche, dann wird einfach auch nichts gesendet. Ja, deswegen klingt der Ton so, naja, rauschfrei und so weiter bei mir immer. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Schritt über. Das wäre jetzt der Equalizer. So, warte mal. Hier war doch die Kurve gespeichert. Was soll das denn? Naja, ist ja auch egal. Ich weiß jetzt, dass das Mikro... Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. So eine kleine, mehr oder weniger Telefonfrequenz hat, ja. Das heißt, hier, das hier, dieser Effekt, ich verstärke das mal. Ahoi, Ladies and Gents, spricht... Ja, das hat dieses Mikrofon so ein bisschen im Frequenzverlauf. Also werde ich das jetzt mal ausgleichen. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. Wenn ich das jetzt mal nochmal zurückmache. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer... Ja, hört ihr das? Das ist so ein kleiner Telefoneffekt. Also, den ziehe ich jetzt mal ein bisschen runter. Ja, ich will ein bisschen mehr Brillanz im Ton haben. Das heißt, ich nehme die Höhen ein bisschen hoch, so. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Wumms in der Stimme. Also gehen wir hier im Bassbereich auch mal ein bisschen hoch. Den Tiefbassbereich, den brauchen wir nicht. Ja, den erreicht meine Stimme ja gar nicht und auch sonst keine menschliche Stimme. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. Und das hört sich jetzt schon mal ganz gut an. Ich möchte nicht unbedingt sagen sehr gut, aber das ist halt das Mikro. Da kann man auch nicht wirklich viel raushauen. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. So, das klingt jetzt schon mal ein bisschen besser. Ich mach mal hier noch ein bisschen mehr Brillanz in den Ton rein. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer... Ah, das war ein bisschen zu viel. Jetzt hat das Gents, das klingelt jetzt sehr im Ohr. Passt auf. Das ist eben das, man muss immer ein bisschen... Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. Ein bisschen hinhören, ein bisschen rumprobieren. Wir lassen das jetzt einfach mal zu Demonstrationszwecken quasi so. So, und dann haben wir am Schluss können wir dann den Kompressor verwenden.
Wie gesagt, er macht ja die leisen Passagen, macht er leiser und die lauten macht er lauter. Quatsch, du Blödmann. Das wäre der Expander. Nein, der Kompressor macht die leisen Stellen lauter und die lauten Stellen leiser. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Mit meinem Gehirn. Da. Und das heißt wiederum, ihr bleibt im Spielesound, wenn der auch sehr stark variiert, der Spielesound, bleibt ihr immer so ein bisschen im Vordergrund, weil eure Stimme eben immer gleich laut ist, ja, was Spielesounds oder natürliche Sounds nicht so an sich haben. So, jetzt pass auf, jetzt hau ich den mal drauf und jetzt... Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. Ist das alles so ein bisschen gleichgerichteter, ja, wenn man hier jetzt mal eine Linie durchziehen würde, das ist alles ein bisschen näher beisammen und das lässt euch eben mehr in den Vordergrund rücken. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. Ja, genau. Und jetzt haben wir hier zwar noch sehr laut, ja, also wenn ich den Kompressor nochmal wegnehme, den könnten wir eigentlich nochmal ein bisschen besser einstellen. Das ist eben immer das, hört genau hin. Warte mal, wir machen hier den Threshold mal ein bisschen runter. Das Verhältnis machen wir ein bisschen stärker. So, warte mal. Ahoi, Ladies and Gents, spricht euer Kavalierpirat. Doch, das hört sich gemütlich an, das passt schon so. Da müsst ihr immer ein bisschen rumspielen mit den Effekten und ihr müsst auch immer zwischendrin mal was anderes anhören quasi, ja? Also sagen wir mal irgendein YouTube-Video oder irgendeine Musik oder sonst was, ein Radiobeitrag, was weiß ich, dass sich eure Ohren nicht an den Ton gewöhnen und damit ihr immer so ein bisschen richtig mischen könnt, ja? Das ist wie wenn ihr, sagen wir mal, die Augen geschlossen habt bei Sonnenschein, ja? Dann sieht das ja alles sehr rot aus, ja? Und wenn ihr dann die Augen aufmacht, dann ist die Welt irgendwie sehr blau, ja? Das ist, weil sich eure Augen an das Rot gewöhnt haben und die blauen Rezeptoren nichts zu tun gehabt haben und auf einmal überreagieren die. Und genauso ist das mit dem Gehör auch, wenn man eine Frequenz oder einen Frequenzverlauf öfter hört, dann gewöhnt sich das Ohr dran und ihr müsst quasi was anderes hören, um euer Ohr sozusagen in den Ausgangszustand zurückzusetzen. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen mit diesem Tutorial. Falls es Fragen geben sollte und falls sehr, sehr viele Fragen aufkommen sollten, weiß ich noch nicht, ob ich nochmal ein Video machen kann. Zurzeit ist wirklich die Zeit knapp. Ich sag aber auf jeden Fall, lang los, bis zum nächsten Mal.